Es herrscht wieder eitel Sonnenschein an den internationalen Aktienmärkten. Hier draußen, was das Wetter betrifft, aber auch tatsächlich an den Aktienmärkten. Wir haben Allzeithoch im DAX gesehen vor wenigen Wochen und der Nasdaq 100 beispielsweise, der größte und wichtigste US-Technologieindex, der läuft auch von 52 Wochen hoch zu 52 Wochen hoch. Aber eine große Gefahr, die wird unterschätzt und um die geht es im heutigen Video. Sei gegrüßt, liebe Marcel, herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir können grundsätzlich zufrieden sein als Aktionäre mit diesem Jahr 2023. Es lief deutlich besser als erwartet. Ich habe es eingangs gesagt, wir sehen teilweise neue Hochs bei wichtigen Aktienindizes. Von denen konnten wir im vergangenen Herbst noch nicht mal träumen. Dann gibt es Meldungen wie zum Beispiel am Freitag von den Vereinten Nationen, dass die Nahrungsmittelpreise im Vergleich zum Rekordhoch im März 2022 wieder um 22% gefallen sind. Also es gibt eine Entspannung bei der Inflation. Daraus folgt wiederum, dass das Risiko einer weiteren Zinserhöhung bei der nächsten Notenbanksitzung Mitte Juni in den USA sehr gering ist. Und, also alles positiv natürlich für die Aktienmärkte. Und schließlich steht ja mit der künstlichen Intelligenz der neue Megatrend am Horizont. Es fließen massive Investitionen in den Bereich und mit Nvidia gibt es ja einen großen Profiteur quasi, der den Hammer und die Schaufeln liefert für die KI-Glücksritter. Entsprechend ging die Nvidia-Aktie regelrecht durch die Decke in den letzten Wochen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht am vergangenen Donnerstag. Das verlinke ich euch nochmal unten in der Beschreibung, falls ihr meine konkrete Analyse zu Nvidia euch nochmal reinziehen wollt. Was aber in all der Euphorie komplett untergeht, das ist eine sehr, sehr eindringliche Warnung von eben dem CEO von Nvidia, und zwar Jensen Huang. Der sieht nämlich eine riesige Gefahr, dass dieser bereits seit Jahren schwelende Handelskrieg zwischen USA und China jetzt weiter eskalieren könnte. In dem Video, ich will es vorab sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie hier jetzt zu erörtern, wer schuld dran ist, wie das entstanden ist, sondern es geht einfach darum, die Lage zu beschreiben, die schon eskalierende Lage, und auch Vorschläge zu machen, was wir als Anleger dagegen machen können, wie wir reagieren können. Denn wir haben bereits halt eine, wie ich finde, relativ dramatische Entwicklung jetzt, nämlich die erste Vergeltung Chinas auf die Ausfuhrbeschränkungen, die die USA unter Trump bereits beschlossen hatten. Nvidia zum Beispiel darf ja seine besten AI-Chips H100 und A100 überhaupt nicht nach China exportieren seit August letzten Jahres. Da geht es darum, dass die Chinesen keine Hochleistungssysteme zur Gesichtserkennung entwickeln sollen, um militärische Dinge, einfach letztlich darum, dass die USA ihren Vorsprung im Bereich künstliche Intelligenz möglichst lange behalten können. Und seinerseits hat jetzt eben China verboten, dass Micron Technology, der größte Speicherchip-Hersteller aus den USA, seine Chips nach China exportiert, soweit es um kritische Industrien geht, also um kritische Infrastruktur. Und das Interessante dabei, oder das auch das Gefährliche aus meiner Sicht, ist, wenn ihr euch den Chart von Micron Technology anschaut, den 12-Monats-Chart, dann hat die Aktie überhaupt nicht negativ reagiert. Im Gegenteil, der Markt ignoriert das komplett. Die Aktie ist fast bis ans 52 Wochen hochgelaufen, obwohl Experten, die sich intensiv mit dieser Lage auseinandersetzen, wie zum Beispiel Paul Triolo von der Beratungsfirma Albright Stonebridge, eindringlich warnen vor dieser Situation, vor dieser ja bereits laufenden Eskalation des Konflikts zwischen USA und China. Und er sagt zum Beispiel im Hinblick auf Micron Technology, es könnte wirklich schlimm kommen für die Firma. Hängt davon ab, auch wie China eben kritische Infrastruktur definiert. Es könnte ziemlich sicher den Finanzsektor treffen, den Transportsektor, den Energiesektor und eben auch Datenzentren. Vor allem Datenzentren sind extrem wichtige Kunden, also chinesische Data Centers quasi sind extrem wichtige Kunden für Micron. Und es könnte eben auch passieren, dass viele Kunden aus China darüber hinaus auch nicht mehr bei Micron bestellen, quasi vorbeugend, und um sich nicht den Unmut des chinesischen Zentralbüros oder der Cyber Security Behörde zuzuziehen. Und diese Cyber Security Behörde, die hat jetzt vor kurzem einfach quasi Micron vor vollendete Tatsachen gestellt. Es wird ganz kurzfristig ein Meeting einberufen am Sonntag, und da wird dann Micron mitgeteilt, ab sofort brauchen die und die Industrien eure Chips nicht mehr, fertig, ohne große Begründung, friss oder stirb.
Hintergrund ist hier auch, dass eben China die Möglichkeit hat, solche Speicherchips auch aus Südkorea zu importieren jetzt. Komme ich gleich noch darauf. Und insgesamt reden wir hier von 25% der Gesamtumsätze von Micron Technology, die dann unter Umständen komplett wegfallen könnten. Und Jensen Huang, der selber in Taiwan geboren ist, der verfolgt natürlich die Lage sehr genau, weiß sehr genau, wie die verschiedenen Länder ticken. Und er sagt eben auch ganz klar, wenn China nicht von den USA kaufen kann, werden die einfach damit beginnen, ihre eigenen Chips zu bauen. Die USA muss da verdammt vorsichtig sein. China ist ein extrem wichtiger Markt für uns, sagt Yuan, für die US-Technologieindustrie insgesamt. Und es gibt eben nur ein China. Ja? Wenn China weg ist, gibt es keinen Ersatz dafür. Es wird ein enormer Schaden entstehen. Und er verweist eben auch spezifisch auf den Plan der USA, jetzt neue Fabriken zu bauen, in denen Halbleiter im Auftrag von Firmen wie Nvidia eben in den USA hergestellt werden sollen. Und damit eben die Abhängigkeit von Taiwan reduziert werden soll, die bisher fast alle diese hochwertigen Chips produzieren. Und man wird sich mit diesem Chip Act selber ins Knie schießen, sagt Huang, wenn man nicht aufpasst, wenn die US-Tech-Industrie nur ein Drittel weniger an Kapazitäten bräuchte, weil China wegfalle, dann würde man in Fabriken schwimmen, dann bräuchte man nicht zusätzlich eine US-Produktion. Jetzt muss man hier vorsichtig sein bei diesem letzten Kommentar. Denn wenn jetzt China tatsächlich in Taiwan einmarschieren würde, dann fallen ja unter Umständen diese gesamten Produktionskapazitäten für sehr hochwertige Chips weg. Dann könnten die USA gar nicht genug eigene Fabriken haben. Also insofern stimmt es nur eingeschränkt, was er da sagt. Aber ihm geht es halt um diese sukzessive Verschlechterung, komme ich auch gleich noch drauf. Und natürlich geht es ihm in allererster Linie um China und Taiwan als Kunden für Nvidia. Und das ist ein verdammt wichtiger Markt für Nvidia, denn China inklusive Hongkong, die haben im letzten Jahr rund 20% der Gesamtumsätze von Nvidia ausgemacht und Taiwan sogar mehr als ein Viertel. Das hängt damit zusammen, dass ja die Taiwan Semiconductor der Auftragsproduzent von Nvidia ist und Taiwan Semiconductor dann quasi die fertigen Produkte selber weiterverkauft. Mit anderen Worten, fast die Hälfte der Gesamtumsätze von Nvidia im letzten Jahr von diesen 12 Milliarden Dollar, die sie umgesetzt haben, die wären betroffen von dem Konflikt in der Region China-Taiwan. Und Huang, der ist eh angepisst, wenn ich das mal so sagen darf, von den geopolitischen Entwicklungen. Da gab es ja auch die Geschichte mit ARM Holdings, diese wichtige britische Firma im Bereich mobile Prozessoren, die wollte ja Nvidia unbedingt kaufen. Huang war selber auch hier aktiv in England in der Vergangenheit, hat beim ersten Prozessor für AI-Funktionen mitgewirkt, Cambridge One hieß der, und jetzt fühlt er sich da komplett übergangen. Er ist also angepisst von den geopolitischen Entwicklungen. Er sagt, da wird er mit Sicherheit nichts mehr machen in England. Das heißt, es brodelt hier überall im Hintergrund. Und die entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, wie lange wird es dauern, bis China den Rückstand, den sie noch haben, bei KI-Chips aufgeholt hat? Und ich finde, oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man China da nicht unterschätzen dürfte, was das anbetrifft. Die sind verdammt schnell. Und je schneller China quasi technologisch gleichzieht, umso aggressiver und offensiver können sie gegenüber den USA auftreten. Und ich denke, das wird früher passieren, als die USA ihre Chip-Produktionskapazitäten im eigenen Land aufbauen können. Und es hinkt zwar ein bisschen, aber wenn ich an das Warta-Video hier auf dem Kanal erinnern darf von mir, da war es auch so, dass Warta geglaubt hat, man hätte 3-4 Jahre Vorsprung bei diesen Mini-Batterien für die kabellosen Kopfhörer. Und das war zu einer Zeit, da haben die Chinesen, bereits vier chinesische Firmen, Chips zum Beispiel an Apple, die Batterien an Apple schon geliefert. Also da kam der Hochmut auch vor dem Fall. Und was die Gefahr, die ich eben sehe, ist, dass sich dieser Konflikt sukzessive zuspitzen wird und China immer offensiver auftreten wird mit seinen Forderungen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Aktienchart von Nvidia anschauen, wenn wir uns die Bewertung von Nvidia anschauen, dann ist die Gefahr einfach nicht nur wenig, sondern zu 0,0% im Aktienkurs enthalten. Man geht einfach davon aus, dass alles so weitergeht wie bisher. Und wenn es irgendwie anders kommen sollte, und das Risiko ist meiner Ansicht nach schon ziemlich hoch, dass es anders kommen wird, dann droht eben ein ziemlicher Einbruch bei Nvidia. Was also sollen wir machen als Anleger? Nun, also zunächst mal würde ich ganz klar sagen, ich würde jetzt nach dieser sensationellen Rallye den Chipsektor sicher nicht mehr übergewichten, insgesamt eher reduzieren, auch bei Nvidia reduzieren. Dann denke ich,
Zweitens, dass am Ende bei einer Eskalation sowohl die USA als auch China als und auch die meisten anderen westlichen Märkte als große Verlierer hervorgehen würden. Daraus folgt wiederum drittens, dass wir als Anleger uns auch in anderen Regionen umschauen müssen. Die Frage, gibt es überhaupt Gewinner in einem solchen Szenario oder wer wäre zumindest am wenigsten betroffen? Und interessant hier finde ich, dadurch, dass der Konflikt da jetzt schon seit 2018 läuft, gibt es in der Richtung bereits erste Erkenntnisse. Zum Beispiel Penelope Goldberg von der Yale University, die hat eine interessante Studie veröffentlicht zu dem Thema und die hat herausgefunden, dass am meisten Länder profitieren, die bisher bereits jetzt einen hohen Grad an internationaler Handelsintegration haben, also die an internationalen Handelsabkommen beteiligt sind, wo es hohe Direktinvestitionen aus dem Ausland gibt. Sie nennt namentlich Länder wie Südafrika, Ägypten, Rumänien, Mexiko, Singapur, die Niederlande, Belgien, Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechische Republik, also ein bunter Strauß. An Ländern komme ich gleich noch drauf, aber eine interessante Rolle spielt auch Japan, denn Japan befindet sich weiter in der komfortablen Lage. In puncto Welthandel gibt es hier eine sehr gute Ausgewogenheit. Japan wird von den USA hofiert auf der einen Seite, wenn man eben auf japanische Maschinen, auf Autoteile, auf elektronische Teile, auch auf integrierte Schaltungen teilweise angewiesen ist. Und andererseits die asiatisch-pazifischen Handelspartner aber auch. Auch China, die benötigen ähnliche Teile von Japan. China im Speziellen benötigt auch viele Konsumgüter aus Japan. Das heißt, Japan könnte zu einer Art lachender Dritter werden, wenn man es schafft, seine Neutralität aufrecht zu erhalten. Und die Frage natürlich, was können wir jetzt als Privatanleger am Ende konkret für Schritte daraus ableiten? Also erstens würde ich sagen, japanische Aktien oder ein Japan-ETF sollte man sich mal anschauen. Macht übrigens Warren Buffett ja auch. Dann zweitens eventuell ein Emerging Markets ETF, aber einen, in dem keine chinesischen Aktien enthalten sind. Also Emerging Markets ex China. Drittens eventuell als kleine Beimischung auch ein Afrika ETF. Wobei, man muss hier vorsichtig sein in diesen Afrika ETFs. Da werden teilweise eben auch chinesische Unternehmen untergejubelt. Die Naspers, die sind immer am höchsten gewichtet mit knapp 10%. Die sind wiederum stark indirekt an Tencent beteiligt. Also und China überhaupt unterwandert ja die Afrika ziemlich stark. Also hier eher vorsichtig sein. Aber Osteuropa ETF, Ungarn, Polen, Slowakei, Tschechien, Rumänien, ich habe es gesagt vorher, die haben bisher alle aus Handelsgesichtspunkten von diesem China-USA-Konflikt eher profitiert, als dass er geschadet hätte. Also warum nicht mal sich auch in Osteuropa ETF anschauen. Türkei habe ich noch vergessen. Okay, da sage ich ganz ehrlich, bin ich zu wenig drin in der Thematik. Aber vielleicht ja, als extremes antizyklisches Investment, warum nicht? An der Stelle soll es jetzt gewesen sein für heute. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich kann da nicht im Detail jetzt euch Produktvorschläge geben, möchte ich auch gar nicht machen an der Stelle. Es sollte einfach dazu dienen, dieses Video, um euch ein paar Ideen zu liefern, also euch zuerst mal sensitiv für die Gefahr zu machen, die da besteht und dann einfach auch ein paar Ideen zu liefern, in welche Region ihr investieren könnt oder wo ihr vielleicht euer Exposure ein bisschen zurückfahren könntet. Wie immer gilt natürlich, das ist alles meine persönliche Meinung, meine unabhängige Meinung, aber ich kann trotzdem falsch liegen, also nicht als Aktienberatung oder Anlageberatung auffassen. In dem Sinne, genießt das schöne Wetter. Ich wünsche euch einen schönen Wochenausklang und einen tollen Wochenstart und bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mein Video schaut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Kanalabo freuen. Und abschließend kurzer Hinweis noch, im Aktienreport von gestern geht es um Turnaround-Aktien im Stile von Warta. Wie aussichtsreich ist es, in solche Turnaround-Aktien zu investieren? Sollte man vielleicht besser die Finger davon lassen? Und da gibt es auch positive Beispiele. Es wird konkret ein positives Beispiel genannt. Also lohnt sich in jedem Fall auch den Aktienreport zu lesen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Das war es jetzt aber endgültig. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.